Damit du die Trophäe Schnelle Reflexe in Resident Evil Village ganz easy freischalten kannst, musst du einfach nur mit einer Nahkampfwaffe einen Feuerpfeil aus der Luft schlagen. Ja, wo machst du das am besten? Auch hier empfehle ich dir einfach wieder, mach das Ganze, nachdem du den dritten Flakon erhalten hast. Und zwar sollst du ja als nächstes in die Festung gehen, vom Heisenberg. Und auf den Weg begibst du dich auch, das kannst du auch gar nicht verfehlen. Dann musst du ja einfach nur hier oben diesen Pfeilen folgen, die er überall quer über ja, den Dorfplatz im Prinzip verteilt hat. Und im Prinzip musst du dann dort oben nur mit einem Messer am besten versuchen, einen Feuerpfeil im Prinzip aus der Luft zu schlagen. Ich zeig dir jetzt gerade nochmal hier auf der Map, wo das ist. Wie gesagt, du machst das am besten, nachdem du den dritten Flakon bekommen hast. Und dann kannst du das auf jeden Fall hier nämlich zu einem garantierten Zeitpunkt auf jeden Fall auch machen. Ich habe das jetzt folgendermaßen gemacht. Normalerweise ist es so, in dem ersten Areal jetzt hier vorne kommen noch ein paar Gegner. Ich habe die an der Stelle jetzt schon mal alle gekillt. So kann ich einfach durchlaufen und dir zeigen, wo du das nämlich dann als nächstes genau machen kannst. Und zwar ist nämlich dann hier in dem nächsten Areal, da befinden wir uns jetzt gerade, dann die nächste Welle an Gegnern, die da eintrifft. Und das sind jetzt alles welche hier mit Pfeil und Bogen und die haben halt diese Feuerpfeile und die musst du im Prinzip nur aus der Luft schlagen und dann erhältst du an der Stelle auch die Trophäe Schnelle Reflexe. Ich hoffe, mit dem Video konnte ich dir weiterhelfen und du wirst jetzt auch die Trophäe Schnelle Reflexe ganz leicht bekommen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, würde mich mega freuen und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Hau rein, mach's gut!